Bundeswehr. Erste Rednerin Ayan Özus. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute abschließend über die Fortführung der Beteiligung unserer Bundeswehr an dem EU-Mandat EUNAVFOR Somalia Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias. Und ich denke, wir sind uns hier im Hause in einem relativ breiten Bündnis einig, dass mit diesem Mandat, das ja vor nunmehr 12 Jahren begann, erfolgreich der Seeweg am Horn von Afrika, insbesondere für Schiffe des Welternährungsprogramms und für Handelsschiffe, vor Piraterie geschützt wird. Dabei geht es beispielsweise um eine Lieferung von 2 Millionen Tonnen Nahrungsmitteln seit Beginn des Einsatzes. Aktuell sind 5,2 Millionen Menschen in Somalia auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind rund 40% der Bevölkerung. Und wie so oft, wenn humanitäre Hilfe gebraucht wird, können sie auch nicht warten, bis die Region eines Tages befriedet ist oder stabilisiert ist. Im Auswärtigen Ausschuss wurde uns auch noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie verheerend die Auswirkungen der Heuschreckenplage ist. Sie hat ein dramatisches Ausmaß und zerstört auch zusätzlich die Ernten. Und dagegen spielt die Ausbreitung des Coronavirus bisher eine untergeordnete Rolle. Aber gerade auch durch Corona mehren sich die Warnungen vor einer akuten Hungerkrise, da durch die Importbeschränkungen die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben werden. Die Operation Atalanta hat innerhalb des letzten Jahrzehnts die Piraterie vor der somalischen Küste nun deutlich reduziert. Das kann man auch an unseren Reden ja nachvollziehen der letzten Jahre. Und diesen Erfolg jetzt wiederum als Argument zu nehmen, dass man den Einsatz dort jetzt nicht mehr braucht, das kann ich nun ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, denn genau diese Sicherheit wird dort jetzt gebraucht für die Nahrungsmittel, für die Schiffe, für das Welternährungsprogramm und für die Handelsschiffe. Und es sind deutsche Soldatinnen und Soldaten, die als Teil des EU-Einsatzes Atalanta zur Sicherheit und Stabilität am Horn von Afrika beitragen. Und dafür gebührt Ihnen aller unser Dank. Unser ausdrücklicher Dank. Niemand kann sagen, dass die Gefahr dort gebannt sei. Auf dem afrikanischen Kontinent kann sich die Pandemie durch eine sehr unheilvolle Kombination aus schwachen Gesundheitssystemen, schlechten sanitären, hygienischen Bedingungen, dicht besiedelten Städten, ganz besonders in Somalias Flüchtlingslagern, schnell zu einer humanitären Katastrophe ausweiten. Wir wissen, dass das Land sich ja seit 3 Jahrzehnten im Ausnahmezustand befindet. Es herrscht Bürgerkrieg seit 1991. Zum einen kämpfen Clans um die Macht im Land. Zum anderen werden Friedensverhandlungen immer wieder von bewaffneten Gruppen boykottiert, die von der instabilen Lage profitieren, weil es ihnen ermöglicht, ungestört illegale Geschäfte zu betreiben. Und dazu gehören eben auch Piraterie und Erpressung. Und das machen wir ihnen mehr oder weniger unmöglich durch unseren Einsatz. Und um langfristig das Ziel eines stabilen Staats zu erreichen, unterstützt die Bundesregierung auch den Aufbau eines funktionierenden somalischen Sicherheitsapparats. Im Bereich der Landwirtschaft schafft das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung strukturelle Verbesserungen, die langfristig durch gesteigerte Produktivität und Ausbildungseinrichtungen eine Perspektive aus der humanitären Notlage bieten soll. Und insgesamt konnten mithilfe der deutschen Beteiligung 2019 humanitäre Hilfsmaßnahmen in Höhe von rund 76 Millionen Euro umgesetzt werden. Somalia zählt also weiterhin zu einem der größten Krisengebiete weltweit. Mit der Beteiligung Deutschlands an dieser Operation Atalanta helfen wir in einer schlimmen humanitären Katastrophe und tragen zur Stabilisierung der Region bei. Ich bitte Sie daher um Unterstützung für dieses Mandat. Vielen Dank. 400 Soldaten dürfen zurzeit an diesem Einsatz teilnehmen. Das soll auch im nächsten Jahr so sein. Die Mandatsobergrenze soll nach dem Willen der Bundesregierung gleich bleiben. Nächster Redner in der Debatte ist nun Armin Paul Hampel, der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher nicht im Deutschen Bundestag, sondern an den Bildschirm- und Rundfunkgeräten zu Hause. Horst Köhler sprach im März 2010 die wegweisenden Worte, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Dafür, meine Damen und Herren, musste damals ein deutscher Bundespräsident zurücktreten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er aus den Reihen der heutigen Koalition massive Unterstützung bekommen hat. Er möge doch in seinem Amt bleiben. Andere munkeln, das sind Gerüchte, es hätte auch andere Gründe seines Rücktritts gegeben. Doch das ist, wie heißt es so schön, eine andere Geschichte. Wie lange haben sich eigentlich Christ und Sozialdemokraten in dieser Republik davor gedrückt, Horst Köhlers Einschätzung als realpolitische Notwendigkeit zu übernehmen? Es hat lange gedauert. Jetzt heißt die Überschrift zu Atalanta, erinnern sich an die Worte von Herrn Köhler, Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten European Union Naval Forces Somalia Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias. Wenn Sie kein Englisch können, kann ich Ihnen gerne übersetzen, Frau Kollegin. Sie setzen also Waffengewalt außerhalb des NATO-Bündnisses ein, um deutsche Interessen zu schützen. Das ehemalige Feigenblatt-Welternährungsprogramm taucht uns in der Überschrift gar nicht mehr auf. Es muss aber doch erlaubt sein, meine Damen und Herren, zu fragen, warum es so lange dauern musste, bis die Worte Horst Köhlers in die Wirklichkeit umgesetzt wurden. Und auch das ist ja nur zum Teil der Fall gewesen. Was wir in der bisherigen Operation vor Somalia erlebt haben, war, dass andere Nationen in der Tat robust ihre Interessen vertreten haben, dass Deutschland immer da war, wo möglichst nichts passieren konnte. Ich habe vom Staatssekretär Tauber gelernt, dass wir auch einmal kräftig in die Luft geschossen haben. Das ist ja ein eindrucksvoller Akt gewesen. Ansonsten aber weiß ich, dass es eine andere Operation gibt, nämlich die der Coalition of the Willings mit den Amerikanern zusammen, unter anderem die Inder, die einmal in der Tat massiv Waffen eingesetzt haben, das sehr robust zugegeben. Es gab auch Tote. Danach, zu Ihrer Information, ist nicht ein einziges Schiff mehr in irgendeine Bedrängnis vor der Küste Somalias bekommen. Das ist robuste Durchsetzung der nationalen Interessen, in diesem Falle von Indien. Und hier stellt sich jetzt die Frage, nachdem wir feststellen, dass es kaum noch Piraterie an der somalischen Küste gibt, warum wir jetzt nicht schon vorausschauend eine Koalition der Willigen finden, die sich dort, wo sich neues Unheil anbahnt, frühzeitig positioniert, nämlich vor der Küste von Guinea. Und das wissen wir alle, die nächste Piraterie, die nächste Krise findet dort statt. Sie ist schon viel stärker als vor der Küste Somalias. Auch das tun wir nicht, sondern auch da sind wir wieder die Letzten, die möglicherweise in einen solchen Einsatz kommen. Bei uns geht es immer in Deutschland und bei der deutschen Bundesregierung in der Ach-nicht-doch-doch-Definition. Wir sind erstmal dabei, aber wenn es ernst wird, lieber doch nicht so richtig. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, wenn wir einer solchen Operation zustimmen sollten, dann muss sie ein robustes Mandat haben, sie muss auf Erfolg orientiert sein und sie muss die Durchsetzung der deutschen Interessen vor Ort zum Ziel haben. Nichts anderes ist für eine solche Operation außerhalb des NATO-Gebietes gerechtfertigt, meine Damen und Herren. Dankeschön. Sagt Armin Paul Hampel, der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten werden nach dieser Diskussion namentlich abstimmen, ob die Bundeswehr sich weiter an der Mission beteiligen soll. Dazu wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Hinweise von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau geben. Jetzt erstmal Thomas Erndl von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Soldatinnen und Soldaten, die die Debatte verfolgen. Ich glaube, die humanitäre Hilfe ist kein Feigenblatt, Herr Kollege, sondern ein zentrales Element dieser Mission, weil Dürrenüberschwemmungen, Hungerkatastrophen über Jahre das Bild Ostafrikas prägen und seit Monaten auch die Heuschreckenschwärme mit dazukommen, die die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen hier in dieser Region bedrohen.
Allein wegen der Heuschreckenplage droht laut Vereinten Nationen mehr als 25 Millionen Menschen eine Hungersnot. Und hinzu kommt natürlich jetzt seit einigen Monaten die Coronavirus-Pandemie, die bereits jetzt die wirtschaftlichen Probleme und die Herausforderungen in Ostafrika verstärkt. Mit Blick auf Somalia, und die Kollegin Özus hat es bereits angesprochen, sind ein Drittel der Bevölkerung auf Unterstützung, auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, über 5 Millionen Menschen. Viele Somalier leben sprichwörtlich von der Hand in den Mund und sind auf Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms angewiesen, wie im Übrigen auch viele Kinder. Schulen sind momentan geschlossen und werden trotzdem über entsprechende Programme des Welternährungsprogramms versorgt. Und was hat das alles mit der Bundeswehrmission zu tun? Naja, auch die Lieferungen des Welternährungsprogramms sind auf sichere Lieferwege angewiesen und die stellt die Mission sicher. Seit Beginn der Operation 2008 bereits über 1.400 Schiffstransporte ohne Zwischenfälle und jährlich werden 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel in die Region geliefert. Diese humanitären Hilfslieferungen sind unverzichtbar und werden auch in den kommenden Monaten umso wichtiger werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diese sicheren Transportwege weiter sicherstellen. Und diese Antipiraterie-Mission am Horn von Afrika ist auch deshalb weiter erforderlich, weil die Sicherheitslage allgemein in Ostafrika und vor allem in Somalia natürlich weiterhin fragil ist. Und auch wenn es nur sehr wenige Angriffe sind, so muss man feststellen, dass die kriminellen Netzwerke ja weiterhin bestehen und aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen wegen der Corona-Krise vor allem sich auch weiter Menschen, die vielleicht verzweifelt sind, der Piraterie zuwenden können. Und die EU-Mission Atalanta ist erfolgreich, weil sie eben diese Piraterie unprofitabel macht, weil sie eine abschreckende Wirkung hat. Und dazu leisten unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten einen wichtigen und vor allem unverzichtbaren Beitrag. Und dazu mein herzlicher Dank im Namen der Kolleginnen und Kollegen, allen Soldaten für diesen Einsatz. Diese Mission der Europäischen Union ist von fundamentaler Relevanz für Deutschland, für die Europäische Union, als auch von der wirtschaftlichen Seite her, als Exportregion. Und die Frage sichere Handelswege ist auch eine Frage, die ganz klar im Weißbuch der Bundeswehr verankert ist. Und insofern gibt es da überhaupt keinen Dissens und keine Diskussion. Die gesamte Passage am Horn von Afrika durch das Rote Meer ist eine Haupthandelsroute zwischen Europa, den arabischen Halbinseln und Asien mit jährlich über 1 Milliarde Tonnen Waren, die über die Passage transportiert werden. Knapp 10% des Handels, des Welthandels, und sichere Transport- und Seewege sind für unsere Wirtschaft und auch für unsere Versorgungssicherheit elementar. Und deswegen haben wir ein berechtigtes Interesse. Und wenn wir das als Europäische Union wahrnehmen wollen, dann bedeutet das, dass die Europäische Union diese Aufgabe nur übernehmen kann, nur dafür einstehen kann, wenn viele mitarbeiten, wenn viele einen Beitrag leisten. Und wenn wir für Multilateralismus einstehen, dann bedeutet das, dass wir auch unseren Beitrag leisten und dass wir diesen Beitrag auch in dieser Mission in Zukunft leisten wollen. Deswegen bitte ich sehr herzlich um Zustimmung zur Verlängerung dieses Mandates. Herzlichen Dank. Es gebe keinen Dissens, sagt Thomas Erndl von der CDU-CSU-Fraktion. Allerdings wage ich das zu bezweifeln und es stehen ja auch noch einige Abgeordnete der Opposition auf der Rednerliste, unter anderem Ulrich Lechte, der jetzt von der FDP-Fraktion sprechen wird. Er sitzt für seine Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer an den Fernsehern. Seit 2008 gibt es die EU-Mission Atalanta und wir können einige Erfolge vorweisen. Aktuell haben wir das Piraterieproblem am Horn von Afrika sehr gut im Griff, aber die Piraten weichen auf andere, in Anführungszeichen, Geschäftsfelder der organisierten Kriminalität aus. Dazu zählen Waffen- und Drogenschmuggel sowie Menschenhandel. Das hat die Bundesregierung zwar erkannt,
Aber leider wurden noch keine Konsequenzen daraus gezogen. Sie sagen lediglich, dass eine mögliche Anpassung der Sekundäraufgaben geprüft werde. Sie von der Regierungsbank schieben diese Prüfung hoffentlich nicht wieder auf die lange Bank. Detailfragen beim Atlanta-Mandat sind aber nur ein verhältnismäßig kleines Problem im Vergleich zu den Maßnahmen, die im Sinne des vernetzten Ansatzes damit einhergehen müssten, bei denen wir aber viel zu wenig aktiv sind. Uns dürfte allen klar sein, dass man Piraterie nachhaltig nicht auf hoher See, sondern an Land bekämpfen müsste. Denn Piraten finden Rückzugsräume in fragilen Staaten, in denen ihnen keine Strafverfolgung droht. An dieser Stelle sind die Missionen der Afrikanischen Union, AMISOM, und die zivile EU-Mission EUCAP Somalia zur Stabilisierung des Landes unterstützend tätig. Seit November 2019 ist Deutschland dort auch wieder in der Mission mit einer Polizeibeamtin vertreten. Eine einzige Polizeibeamtin, der ich an dieser Stelle herzlich für ihren Dienst danken möchte. Aber ich denke, ein Land wie Deutschland könnte da ruhig ein bisschen mehr tun. Unser Engagement auf See und unser Engagement am Land stehen definitiv in keinem angemessenen Verhältnis. Das Gleiche gilt für die humanitäre Hilfe für Somalia. Auch hier liegt unser Beitrag weit unter unseren Möglichkeiten, unter dem tatsächlichen Bedarf. Eine biblische Heuschreckenplage, der Covid-19-Ausbruch und jetzt auch noch Überschwemmungen verschlimmern die humanitäre Krise. Schon heute sind 5,2 Millionen Menschen in Somalia auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Vereinten Nationen beziffern den humanitären Bedarf in diesem Jahr mit 1 Milliarde US-Dollar. Das bedeutet Leid und Not in der Zivilbevölkerung ungeahnten Ausmaßes, was man sich in Deutschland nicht vorstellen kann. Das muss bei uns niemand so erleiden. Wir beschließen heute unsere Beteiligung an der Marinemission Atalanta für ein weiteres Jahr und bewilligen ein Budget in Höhe von 35,5 Millionen Euro. Das ist richtig und dem stimmen wir als FDP auch zu. Aber eine wesentliche Aufgabe der Mission ist der Schutz der Seetransporte des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen WFP. Und eben diesem WFP haben wir für das aktuelle Jahr lediglich Gelder in Höhe von 22,5 Millionen Euro für Somalia zugesagt. Das ist weder angemessen noch verhältnismäßig. Wenn unsere Bundeswehr schon gemeinsam mit unseren Partnern für die Sicherheit der humanitären Hilfslieferungen sorgt, dann sollten wir diese Sicherheit auch nutzen und uns stärker an der humanitären Hilfe für Somalia im Rahmen eines vernetzten Ansatzes beteiligen. Nur so können wir den Menschen helfen und nachhaltig für Frieden und Stabilität in dieser Region sorgen. Vielen Dank. Sagt Ulrich Lechte hier auch noch mit einem Dank an die beteiligte Polizeibeamten. Insgesamt sind momentan etwa knapp 70 deutsche Soldatinnen und Soldaten in der Mission im Einsatz. Möglich sind bis zu 400 Personen. Tobias Pflüger jetzt von der Linksfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erneut bekommen wir von der Bundesregierung die Verlängerung von dem Bundeswehreinsatz vorgelegt. Atalanta, die Mission, die offiziell Piraten am Horn von Afrika bekämpfen soll, soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Allerdings ist es so, dass es inzwischen kaum mehr Piratenangriffe gibt, wie die EU-Mission selber angibt. Trotzdem wollen Sie die Bundeswehr weiterhin dorthin schicken. Wir halten das für falsch. Dafür gibt es aber eine Menge anderer Probleme an Land in Somalia. Die vom Antrag der Bundesregierung ist dort überhaupt nichts davon die Rede. Wir haben als Linke schon immer erklärt und kritisiert, dass dieser Einsatz nur die Symptome bekämpft, aber nicht an die Ursachen rangeht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die gerade in Somalia sich auftürmen. Die Covid-19-Pandemie geht auch in Somalia nicht vorbei. Insbesondere die 2,6 Millionen Binnenflüchtlinge sind besonders gefährdet davon. Dazu kommt die benannte Heuschreckenplage und Überschwemmungen. Und das Gesundheitssystem, wenn man das überhaupt so nennen kann, des Landes ist am Boden. Mehr als 5 Millionen Menschen waren schon vor Corona auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und der Bürgerkrieg an Land dauert an. Hilfsorganisationen warnen vor einer Katastrophe, wenn die ärmsten Länder im Kampf gegen Corona nicht unterstützt werden. Das ist es, was Somalia heute braucht. Hilfe und keine Militäreinsätze. Und schon gar keine Militäreinsätze auf hoher See,
bei der die Soldaten auch noch an Land bis zu 2 Kilometer ins Landesinnere vorrücken dürfen. Bis heute völlig unlogisch. Und die Atalanta-Mission hat ja immer groß damit geworben, dass sie auch Frachter des Welternährungsprogramms schützt. Das stimmt aber so gar nicht mehr. Weil kein Sicherungsteam zur Verfügung stand, so heißt es in der Begründung, hat seit dem 11. Mai ein privates Sicherheitsteam diese Aufgabe übernommen. Also erzählen Sie das mit dem Welternährungsprogramm nicht ständig. Von wegen Welternährung. Ihnen geht es doch nur darum, deutsche Wirtschaftsinteressen auch militärisch abzusichern. Vor einem Jahr hat es ein Kollege in der Debatte sehr offen gesagt, wir sind Exportweltmeister, wir sind eine Exportnation und wir haben deshalb ein hohes Interesse an sicheren Handelswegen. Darum geht es offensichtlich bei diesem Einsatz. Wir haben als Linke einen Antrag vorgelegt, wo wir sagen, es braucht keine Auslandseinsätze und es braucht keine neuen Rüstungsprojekte, sondern wir müssen mehr in die Gesundheit investieren. Das wäre richtig. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Bundesregierung, aber auch die FDP, wenn da so viel dazwischen gerufen wird, immer wieder bei den Militärausgaben nicht bereit sind zu kürzen. Wir werden noch einiges erleben an Ausgaben, was jetzt nach Corona insbesondere notwendig sein wird. Nachtragshaushalte, Hilfskredite, Kurzarbeitergeld. Gehen Sie endlich an die Militärausgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten diesen Einsatz für falsch. Wir werden ihn ablehnen als Linke. Vielen Dank. Tobias Pflüger kündigt schon mal an, dass die Linke den Einsatz ablehnen wird. Das ist wenig erstaunlich. Die Linke spricht sich doch fast immer gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Nächster Redner in der Debatte ist auch ein Tobias Lindner von Bündnis 90 den Grünen. Er ist Sprecher für Sicherheitspolitik seiner Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor Sie hier weiter über Zwischenrufe, über Koalitionsoptionen ausgetauscht werden, lassen Sie mich zum Thema dieses Mandats kommen, nämlich zur Lage, zur Ernährungssituation in Ostafrika. Und ich glaube, wir müssen leider feststellen, dass diese durch Corona allein schon nicht besser geworden ist. Aber das ist hier mehrfach an diesem Pult in dieser Debatte angesprochen worden. Corona führt natürlich auch dazu, dass viele Krisen und Tragödien unter dem medialen Radar verschwinden. Die Heuschreckenplage in Ostafrika ist angesprochen worden. Länder wie Kenia haben seit 70 Jahren eine solche Plage nicht mehr erlebt. Und sie führt dazu, dass für 25 Millionen Menschen im Osten Afrikas die Ernährungssituation mehr als kritisch ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer solchen Situation ist es, glaube ich, der Mühe wert, mit dem Bundesaußenminister darüber zu streiten, ob wir genug an humanitärer Hilfe leisten, ob wir alles tun, was wir könnten, ob wir das Welternährungsprogramm stärker unterstützen müssten. Aber ich will eines ganz deutlich sagen. Ich finde, über eines können wir nicht streiten, dass wenn wir Hilfe leisten wollen, wenn wir Schiffe mit Nahrungsmitteln und Hilfsgütern nach Ostafrika, nach Somalia schicken wollen, dann muss der Zugang auf dem Seeweg auch möglich sein. Und dann braucht es am Ende des Tages auch die Schiffe von Atalanta, um die Schiffe des Welternährungsprogramms zu schützen und zu sichern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist, Herr Kollege Hampel, an dieser Stelle schon ein deutlicher Ausdruck, welcher zynischer Geist in Ihrer Fraktion herrscht, wenn Sie dann das Welternährungsprogramm in dieser Debatte als ein Feigenblatt betiteln. Das zeigt, was für ein Menschenbild Sie haben. Ich will aber an dieser Stelle auch eins ganz deutlich sagen. Wenn wir heute darüber reden, dass die Mission Atalanta leider immer noch notwendig ist, dann zeigt es natürlich schon, dass sie an die Symptome, aber nicht an die Ursachen der schwierigen humanitären Situation in Ostafrika rangeht. Und ich glaube, da kann man nicht einfach nur so achselzuckend zusehen und tun, als könnte sich daran nichts ändern. Da erwarte ich von unserer Bundesregierung, da erwarte ich auch von der Europäischen Union, dass an dieser Stelle mehr Druck gemacht wird, dass mehr Eigeninitiativen kommen. Denn ich will hier in diesem Bundestag den Tag noch erleben, an dem wir alles sagen können, die Mission Atalanta ist erfüllt, weil die Gründe für die humanitäre Krise in Ostafrika beseitigt worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ein letzter Punkt. Ich finde, wenn dieses Mandat eine Schwäche hat, dann ist es diese Landoption, die es ermöglichen würde, 2 Kilometer an Land zu operieren, die ein einziges Mal gezogen worden ist. Diese Option birgt mehr Risiken, als sie tatsächlichen Nutzen hat für die Sicherheit des Welternährungsprogramms und für dieses Mandat. Und Sie wären gut beraten gewesen, diese Option aus dem Mandat herauszustreichen. Herzlichen Dank. Und in der Westlobby neben der Plenarsaalebene, da stehen schon die Urnen bereit, denn nach dieser Debatte werden die Abgeordneten namentlich, also mit ihren Kärtchen, über die Fortsetzung der Mission der Bundeswehr abstimmen. Vorletzte Rednerin ist jetzt Siemtje Möller von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Bundeswehreinsatz am Horn von Afrika begründet sich aus, wenn man so will, 2 Argumentationssträngen. Erstens. Die Freiheit der Seewege ist im Seerechtsübereinkommen von 1982 schriftlich festgehalten. Natürlich kann und muss die internationale Gemeinschaft auch diesen Bereich des Völkerrechts durchsetzen und allgemein verbindlich halten, weil es am Ende uns allen dient. Ich sage das deshalb, weil es auch einem Interesse dient, das die Weltgemeinschaft hat. Ja, auch wir als Bundesrepublik Deutschland haben ein Interesse, Handel und freie Seewege zu erhalten und nutzbar zu halten. Im 21. Jahrhundert sind Warenströme und Handelswege weltweit verknüpft. Wir alle, ob als Konsumentin, als Arbeitnehmerin, als Geschäftsführerin eines Betriebes oder auch als Forscherin, sind darauf auf diese Güter angewiesen. Und es ist deshalb unser Interesse, Piraterie zurückzudrängen und Sicherheit auf den Meeren herzustellen. Das zweite, dem erstgenannten, sogar moralisch übergeordnete Argument für die Weiterführung dieser Mission ist die Verantwortung für die Welt, der man sich nicht entziehen kann und auch als Bundesrepublik Deutschland nun wahrlich nicht sollte. Denn bei diesem Mandat geht es darum, dass in Somalia Hilfslieferungen aus der ganzen Welt sicher ankommen und nicht von Piraten blockiert und beschlagnahmt werden. Es wurde auch heute schon zahlreich genannt, aber ich finde diese Zahl, das ist wirklich wichtig, dass sie auch sich einbrennt. Es sind 5,2 Millionen Menschen in diesem Land, die auf Nahrungshilfen angewiesen sind. Und wie unberechenbar das Leben sein kann, merken glücklicherweise, wenn man so will, viele von uns erst jetzt in der Corona-Krise. Plötzlich leben wir in der Lage. Pläne müssen geändert werden, Prioritäten angepasst werden, es müssen Notfallpläne gemacht werden. Die Menschen an der Ostküste Somalias kennen ein Leben mit diesen zahlreichen Unwägbarkeiten leider nur zu gut. Die Lebensbedingungen können wir uns in Europa häufig kaum vorstellen und wir sind aus unserer privilegierten Position ist uns auch selten dessen bewusst. Die schwachen staatlichen Strukturen, die zwischenstaatlichen Konflikte, die sich häufig um den Zugang zu Rohstoffen drehen, sind Herausforderungen, die wir in Deutschland nicht haben. Hinzu kommen große Armut, Lebensmittelknappheit, Seuchen wie Flucht- und Migrationsbewegungen gepaart mit organisierter Kriminalität in Form der Piraterie und religiöser Extremismus. Dazu kommt jetzt auch noch die Corona-Pandemie, die auch an Afrika nicht ohne Auswirkungen vorbeiziehen wird und die geschilderte Situation in Somalia nur noch zusätzlich verschärft. Bei dieser Vielzahl von Problemen muss man irgendwo ansetzen. Und Atalanta ist ein richtiger Weg, denn die Zahl der Überfälle auf Schiffe ist zurückgegangen. So wird organisierter Kriminalität auf See die Grundlage entzogen und Hilfe, die dringend benötigt wird, kann ankommen, da wo sie gebraucht wird. Hier einmal die Zahlen. Über 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel wurden ausgeliefert. Über 1400 Schiffe des Welternährungsprogramms wurden geschützt. Verdächtige Vorfälle von dramatischem Ausmaße wurden in 2019 auf 5 begrenzt und Angriffe waren sogar nur einer glücklicherweise zu verzeichnen. Wir sehen, sie sind extrem zurückgegangen und gleichzeitig kann man darüber konstatieren, Atalanta wirkt für die redlichen Menschen in Somalia und, wenn man so will, auch auf der ganzen Welt. Mir ist es besonders wichtig zu betonen, bei der deutschen Beteiligung an der von der Europäischen Union geführten Mission. Achten Sie bitte auf die Zeit. Ja. Leistet die Bundeswehr einen wertvollen Beitrag und ich danke den Soldatinnen und Soldaten für diesen Beitrag zu gelungener europäischer Zusammenarbeit und ich bitte das Hohe Haus um Zustimmung. Siemtje Möller hat angesprochen, wie viele Prozentzahl der Bevölkerung hilfsbedürftig sind und fast 90% der Hilfslieferungen erfolgen über den Seeweg. Auch deshalb gibt es diesen Einsatz, an dem sich die Bundeswehr beteiligt. Frau Präsidentin, Herr Außenminister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir beraten und beschließen heute die Fortsetzung der Operation Atalanta. Und dies ist in Zeiten der Pandemie aus diversen Gründen besonders wichtig. Sie betrifft am Horn von Afrika eine der Haupthandelsrouten zwischen Europa und Asien, ist also wichtig für unsere eigene Versorgungssicherheit. Und was Versorgungssicherheit bedeutet, haben wir in den letzten Wochen der Pandemie aus eigener Erfahrung feststellen können. Außerdem ist sie essentiell für Schiffe des Welternährungsprogramms der UN und der Afrikanischen Union. Und auch dieses Programm ist noch wichtiger als bisher, da die humanitäre Situation in Afrika in Pandemiezeiten absehbar noch prekärer sein wird. Pirateriebekämpfung ist zwar das Hauptaugenmerk von Atalanta, aber genauso wichtig ist der Einsatz an Land, da Somalia immer noch keine stabilen staatlichen Strukturen hat und die ganze Region durch den Konflikt im Jemen zusätzlich destabilisiert wird. Atalanta ist eine echte Erfolgsgeschichte der europäischen Zusammenarbeit, international anerkannt, eben auf dem Feld der Pirateriebekämpfung. Und daher gab es auch im Jahr 2019 keine Angriffe am Horn von Afrika. Umso wichtiger ist es nun, nicht nachzulassen und diese Erfolge auszuweiten. Denn die somalische Zentralregierung in Mogadischu hat nach wie vor keine Kontrolle über die Piraten an der Ostküste ihres eigenen Landes. Und trotz erkennbarer Fortschritte im wirtschaftlichen Bereich und in demokratischen Prozessen sind die grundsätzlichen Spannungen zwischen Zentralregierung, ihren föderalen Staaten und den Clans und Stämmen ungelöst vorhanden. Korruption ist ein dauerhaftes, großes Problem. Der Aktionsradius der Banden ist zwar eingeschränkt und bewegt sich derzeit nur im teils legalen, teils illegalen Seeverkehr an Somalias Küsten oder zwischen Somalia und dem Jemen. Für die internationale Gemeinschaft heißt das aber, es muss weiterhin eine erhöhte Wachsamkeit am Horn von Afrika und speziell an den Küsten Somalias bestehen. So ist nicht nur die Fortsetzung der Operation zu begrüßen, sondern auch die strategische Überprüfung von Atalanta durch die EU. Und dabei steht die mögliche Anpassung der Sekundäraufgaben im Raum, die wir unbedingt unterstützen sollten. Kurz und salopp gesagt, bei der Bekämpfung der Kriminellen am Horn von Afrika müssen wir genauso flexibel und kreativ sein wie Sie. Wenn also deren Aktivitäten von Waffen- und Drogenschmuggel je nach Bedarf zu Menschenhandel und Migrantenschmuggel ausgeweitet werden, sollten wir auch darauf schnell und effektiv reagieren können. Und zum Schluss noch ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Die Bundesregierung verfolgt unser Engagement in Somalia zu Recht als ressortübergreifenden Ansatz. Wir wollen nicht nur Brände löschen, sondern den Menschen vor Ort helfen, langfristige und nachhaltige Perspektiven zu entwickeln. Daher kombinieren wir militärische mit zivilen Maßnahmen und beteiligen uns beispielsweise zusammen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und dem Roten Kreuz an humanitären Hilfsmaßnahmen. Wichtig ist, dass wir dabei nicht nur die direkte physische Not lindern und den Hunger stillen, sondern noch stärker auf die Bildung und die Herstellung von Chancengleichheit auch von Männern und Frauen setzen. Wir wissen aus vielen erfolgreichen Projekten des BMZ beispielsweise, dass sich die Stärkung von Frauen und Mädchen zur Entwicklung von Gesellschaften immer besonders auszahlt. Nicht nur ideell, auch in harten wirtschaftlichen Fakten. Daher sollten wir in Somalia, wo teils immer noch brutale archaische Strukturen bestehen, wie beispielsweise die Beschneidung von Mädchen, unser Engagement auch im zivilen Bereich fortsetzen und ausbauen. Zusammen mit der sehr erfolgreichen Mission Atalanta können wir die Region damit effektiv und nachhaltig stabilisieren. Vielen Dank unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU, macht sich schon bereit und geht jetzt zum Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser zweiten Lesung der Fortsetzung des Atalanta-Mandats kann ich schon feststellen, dass darüber freue ich mich auch, dass dieses Mandat wiederum eine breite Mehrheit hier in diesem Hause bekommen wird. Ich glaube, dass das auch ein Ausdruck dafür ist, dass das ein sehr erfolgreiches Mandat schon immer gewesen ist und dass diese Operation
der Europäischen Union, an der sich Deutschland nun seit vielen Jahren beteiligt, ein positives Beispiel dafür ist, wie wir durch den Einsatz unserer Bundeswehr zum Frieden in der Welt beitragen können. Und dafür möchte ich den Soldatinnen und Soldaten, aber auch den politisch Verantwortlichen in Brüssel und hier in Berlin herzlich danken. Ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und die Kameraden anderer Streitkräfte in Djibouti zu besuchen. Mit Thomas Silberhorn zusammen sind wir dort gewesen. Was sehr augenfällig war, dort, wo die Bundeswehr sich engagiert, engagiert sie sich vielleicht nicht immer mit einer großen Zahl von Soldaten, aber auch diesmal sind ja im Einsatz die Zahl der im Einsatz befindlichen deutschen Soldaten eine übersichtliche Zahl. Aber wir beteiligen uns eben mit Hochwertfähigkeiten, die für den Erfolg dieses Einsatzes ungeheuer wichtig sind. Wir haben dort einen Seefernaufklärer, aber wir haben dort auch medizinisches Personal, das zum Beispiel in der Lage ist, Tauchunfälle zu behandeln. Und jeder, der weiß, wie solche Marineeinsätze in einer solchen Region stattfinden. Die Besatzungen an Bord der Schiffe sind heilfroh, dass es eine Taucherdruckkammer gibt, die zuverlässig bedient wird, weil das bedeutet, im Falle eines Taucherunfalls wird man eben gerettet nach den Maßstäben, die wir in Europa an diese Art von medizinischer Versorgung setzen. Ich glaube, das wird sehr geschätzt und dient auch dem Ansehen Deutschlands. Der Kollege Tobias Littner hat das Thema angesprochen, Einsatzfähigkeit auch Richtung Land. Wir haben vor einigen Jahren intensiv über diese Mandatsergänzung gesprochen. Und damals haben wir gesagt, es geht nicht darum, dass man tatsächlich jetzt im großen Stil an Land geht, aber es geht darum, dass die Piraten wissen, sie können sich nicht einfach nur dadurch, dass sie ihr Boot an Land ziehen, der Verfolgung durch dieses Mandat entziehen. Und damit haben wir es schwieriger und komplizierter gemacht, für die Piraten ihre Operationen fortzusetzen. Und ich glaube, der Erfolg des Einsatzes gibt auch dieser Entscheidung, diesem klaren Signal an die Piraten, was wir damals gegeben haben, recht. Es ist auch angesprochen worden, dass Somalia selbstverständlich durch diesen Einsatz nicht im Blick auf die Naturkatastrophen und im Blick auf Covid-19 wirksam gerettet werden kann. Ich glaube, dass wir als Deutschland und Europa in den nächsten Monaten enorm gefordert sein werden, die Auswirkungen des Covid-19-Virus in Afrika, in Ländern, Entwicklungsländern in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass wir uns noch keine Vorstellung davon machen, was wir an schrecklichen humanitären Nöten in diesen Ländern möglicherweise im Herbst und Winter, der vor uns liegt, zu befürchten haben. Und ich glaube, dass es sich lohnt, dass wir uns dafür entsprechend stark einsetzen in der Zukunft, jenseits auch dieses Mandates. Herzlichen Dank.